Wenn es eins gibt, das die Amsterdamer nervt, dann der Spitzname Venedig des Nordens. Dabei ist der Vergleich durchaus schmeichelhaft. Und das Licht, das die Grachten in immer neue Stimmungen taucht, steht einem italienischen Sonnenuntergang in nichts nach. Ebenso wenig die Architektur aus dem 17. Jahrhundert, die sich mühelos dem Wandel der Zeiten anpasst. Doch die Verliebten entlang der Grachten sind nicht etwa Touristen. Amsterdam ist zwar romantisch, aber auch sehr lebendig. Im Gegensatz zu ihrer Verwandten im Süden, die sich in ein Museum verwandelt hat. Mein erster Tag in Amsterdam gehört ganz und gar dem Wasser. Eine Wasserstadt ist Amsterdam wegen seiner Grachten. Ihnen ist ein Museum gewidmet, das ich heute besuche. Ich mache eine Führung mit einer Architekturhistorikerin. Dann geht's zu Sanders und Roman, die die Boote unvorsichtiger Seebären wieder flott machen. Und zu guter Letzt besichtige ich das Hausboot eines Stars. Beginnen werde ich meine Wassertour durch Amsterdam aber mit einer Binnenschifferfamilie. Hallo! Ich würde gern mitfahren. Ja? Klar. Merci. Vielen Dank. Du sprichst ja Französisch. Ja, ein bisschen. Cool. Setz dich. Gut. So. Und jetzt machen wir eine kleine Spazierfahrt? Wo willst du denn hin? Ich würde gerne auf den Grachten rumfahren und Amsterdam vom Wasser aus sehen. Klasse. Ist das euer Sonntagsausflug? Genau. Bei schönem Wetter sind die Holländer alle draußen. Jeder liebt es, auf dem Wasser zu sein, vor allem in Amsterdam, auf Booten. Gefällt es dir auch? Schon. Hier kannst du ruhig die Wahrheit sagen. Nein. Weil es langweilig ist? Genau. Wir haben ein Picknick dabei. Echt? Ein winzig kleines. Gibt's doch gar nicht. Wir essen ein bisschen an Bord und trinken dazu einen Rosé. Super. Oder einen weißen. Dankeschön. Das ist schon ein tolles Leben, so direkt am Wasser, auf dem Wasser. Stimmt. Ist das schön hier. Als eure Eltern jung waren, gab es wohl nur ganz wenige Boote auf den Grachten, oder? Überhaupt kein. Es fuhren nur die Kaufleute. Und die fuhren nicht zum Spaß. Aber jetzt fahren alle zum Spaß. Ich dachte immer, in den Booten sitzen nur Touristen. Nein, nein, die meisten sind Amsterdamer. Das ist so ein einheimischen Ding. Lauter Leute von hier, die Boot fahren. Hallo? Seid ihr aus Amsterdam? Lebt ihr hier? Ja. Wie heißt diese Gracht? Amstel. Eigentlich ist das ein Fluss. Daher kommt wohl der Name Amsterdam. Sie fließt bis Ouderkerk an der Amstel und durch viele Dörfer. Genau, die Dörfer um Amsterdam. Dieser Teil stammt noch aus dem goldenen Zeitalter, als man hier viel Geld mit dem Asienhandel verdiente, mit Indonesien. Aha. Zum Wohl. Wie sagt man auf Holländisch? Prost. Das goldene Zeitalter, das Ton erwähnte, ist das 17. Jahrhundert. Während das übrige Europa gegeneinander Krieg führt, blüht Holland auf, dank des Zustroms von Intellektuellen und Kaufleuten, die sich nach Amsterdam flüchten. Die Grachten wurden in jenen Tagen ausgehoben, um die Stadt zu erweitern. Heute gehören sie zum Weltkulturerbe und haben ein eigenes Museum. Mit dem Direktor bin ich jetzt verabredet. Guten Tag. Guten Tag, wie geht's? Gut, und Ihnen? Gut, was für ein schönes Haus. Ja. Wann wurde es erbaut? 1664. Und wem gehört es? Einem sehr reichen Kaufmann. Es ist nicht bekannt, womit er handelte. Vielleicht ja auch mit Sklaven. Danach gehörte es immer großen Bankiers. Und wie kamen Sie auf die Idee für ein Grachtenmuseum? In Amsterdam gab es für alles ein Museum. Das Anne Frank und das Van Gogh Museum, die sehr bekannt sind. Aber auch Museen für Münzen, für Sex, für Folter.
sur les chats. Für Katzen. Museen zu jedem Thema, nur keins zum Thema Grachten. Genau. Dabei sind unsere Grachten doch so wichtig. Selbst Voltaire hat Holland schon so definiert: Grachten, Enten, Halunken. Alles beginnt immer mit den Grachten. Ich wohne hier. Aha, Sie leben in einem der schicken Viertel. Das ist der sogenannte Grachtengürtel. Er umschließt die mittelalterliche Stadt, wo wir stehen. Ach so, die Altstadt ist hier und das alles wurde hinzugefügt? Man hat frühzeitig an eine Erweiterung für die kommenden Generationen gedacht und eine einheitliche Stadt entworfen. All das wurde im 17. Jahrhundert erbaut, nach einem einzigen Plan. Es ist super modern hier drin. Stimmt. Was erzählt uns dieses Pult? Hier erleben wir alle Planungsphasen der einzigartigen Stadt Amsterdam. Die Grachten sollten als Transportwege dienen. Damals? Zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Der Grachtengürtel entstand um den mittelalterlichen Stadtkern herum und ermöglichte es all den reichen Kaufleuten, in Amsterdam zu bleiben. War der Hafen damals schon bedeutend? Er war der wichtigste Hafen der Welt. Dort liefen die großen Schiffe der überaus reichen holländischen Handelsleute aus und wieder ein, beladen mit Gold aus den Kolonien zum Beispiel. Das war das goldene Zeitalter, in dem wir in fast jedem Bereich führend waren. Bei uns war alles möglich. Und woher kam das Geld für den Bau der Grachten? Zuerst einmal natürlich aus dem Verkauf des Wohnraums? Ja. Und sobald wieder genügend Geld da war, folgte der nächste Grachtenabschnitt. Durch den Verkauf der Häuser wurde der Bau der Grachten finanziert. Schlau. Und nun geht es auf eine Grachtenbaustelle. Da war Sand wie hier? Genau, ganz Amsterdam steht auf Sand. In den Sand wurden Pfähle getrieben, auf denen man dann die Häuser errichtete. Sind die lang, die Pfähle? Ja, baumlang. 25, 30 Meter. Pro Pfahl. Wie viele Stockwerke haben die Häuser im Schnitt? Normalerweise 4. Es gab natürlich eine Höhenbegrenzung wegen des Gewichtes, das auf den Pfählen lastete. Die ganze Stadt war also ein halbes Jahrhundert lang eine Baustelle. Ja. Seit 300 Jahren hat sich das Bild der Grachten nicht verändert. Dabei tut sich in ihnen so einiges, was sich die Ingenieure von damals nicht einmal hätten vorstellen können. Was nun kommt, hätte auch ich nicht erwartet. Okay, welcome into the Canals of Amsterdam. In front of us you can see a beautiful copy of a VOC ship that's called the Amsterdam. Das ist ja eine Touristentour. Ist das dein erstes Mal? Ja. In the 17th century by building boats and this is what they made of it. Witzig, hier sind Touristen aus der ganzen Welt. Südkoreaner, Amerikaner, Kanadier. Ja, und wenn man in der Stadt mit dem Rad unterwegs ist, winkt man den Grachtenschiffen zu. Und dann fotografieren einen die Touris immer. Der Bus hat schon einen gewissen Charme, aber mir wird es hier doch ein bisschen zu eng mit all den Touristen. Obwohl sie natürlich irgendwie auch zum Stadtbild gehören. Ich nehme Reißaus und treffe mich mit Sabine Lebesque. Die Architekturhistorikerin will mich mit ihrer Leidenschaft für die Stadt anstecken. Welchen Einfluss hat so eine Gracht auf die Gebäude? Gibt es wegen der Nähe zum Wasser etwas zu beachten?
Für den Bau eines Hauses war erst einmal ein Fundament notwendig. Dazu mussten Holzpfähle in den Boden getrieben werden, was sehr aufwendig war. Deshalb war die Grundfläche auch oft sehr klein, das Gebäude dafür aber recht hoch. Wer ein Grundstück hat und so viel Energie und Geld auf das Fundament verwendet, schlägt natürlich möglichst viel Fläche heraus, indem er in die Höhe geht. In den meisten Krachtenhäusern waren Arbeitslager, Geschäftsflächen und Wohnräume unter einem Dach vereint. Das ist typisch für hier. Diese Straße war früher mal eine Gracht. Manche Wasserwege wurden des Verkehrs wegen wieder aufgefüllt. Früher waren Boote das häufigste Transportmittel. Dann kamen Pferdetrams, später elektrische Straßenbahnen und schließlich die Autos. Also benötigte man Straßen ins Stadtzentrum, die keine Wasserwege waren. Was gefällt dir am besten an den Grachten? Alles ist so gebaut, dass Arbeiter und Arbeitgeber innerhalb eines Gefüges zusammenleben. Die reicheren Leute und die Kaufmänner hatten ihre Wohn- und Geschäftshäuser direkt an der Gracht. Und in den Seitenstraßen und Hinterhöfen wohnten die Arbeiter und Dienstboten. Sie lebten in unmittelbarer Nähe zueinander. Keiner wurde irgendwohin jenseits der Stadtmauern verbannt. In dem kleinen Hausboot da wohnen offensichtlich keine besonders wohlhabenden Leute. Nein, hier wohnen alle möglichen Leute. Eine gute Mischung also. Genau. Aber die Bewohner der Grachtenhäuser sind doch meistens wohlhabend, oder? Nein, nicht? An den Grachten gibt es immer noch viele Sozialwohnungen. Vielleicht nicht so viele wie in anderen Stadtteilen, aber es sind immer noch um die 30%, glaube ich. Bei den Hausbooten kann man den Leuten richtig in die Fenster gucken. Man sieht, wie sie wohnen, und man kann sogar die Titel der Bücher in den Regalen lesen. Das ist schon recht lustig. Da, die Kinder. Die sind wohl gerade aus der Schule gekommen. So, wir haben das alte Amsterdam hinter uns gelassen. Wo geht es jetzt hin? Wir kommen jetzt zum Fluss Ei. Die Stadt Amsterdam bildet im Grund einen Kreis und der Ei durchtrennt ihn. Tatsächlich befinden wir uns mehr oder weniger in der Stadtmitte, denn wir sanieren das Ufer und siedeln vermehrt öffentliche Einrichtungen hier an. Diese riesige Baustelle dort drüben, da entsteht das neue Gerichtsgebäude. Und was ist das? Die neue Bibliothek. Es entstehen einige öffentliche Gebäude entlang des Ei. Zu Fuß spaziere ich raus aus der Stadtmitte mit ihren Grachten. Die neueren Gebäude sehen anders aus, doch auch in ihnen steckt der alte Gedanke der sozialen Durchmischung. Und ein neuer, zeitgeistiger, energiesparendes Wohnen. Die Stadt wächst, auf dem Wasser sozusagen. Aber eigentlich gibt es auch keine andere Möglichkeit. Und so überrascht oder beunruhigt das hier niemanden. Das Wasser legt hier keine Grenzen fest, sondern schafft eher eine Lebensart. Ich habe sogar einen Strand gefunden, mitten in der Stadt. Am nächsten Morgen bin ich wieder im Stadtzentrum und an den Grachten. Diese Wasserläufe sind wirklich voller Leben. Hier wird gewohnt und auch gearbeitet. Ich habe ein Date mit Sanders und Roman, die einen ziemlich speziellen Beruf ausüben. Hey! Hello, good morning. Guten Morgen, wir haben schönes Wetter bestellt. Ja, ich sehe es. See that.
Kannst du schwimmen? Kann ich. Hallo, Roman. Ich habe gehört, ihr macht eine ganz besondere Arbeit hier in Amsterdam. Wie sieht die denn aus? Wir helfen Leuten, die es verpasst haben, das Regenwasser aus ihren Booten zu pumpen. In Amsterdam gibt es rund 6000 kleine Boote und viel Regen. Wenn Leute im Urlaub sind oder nicht an ihr Boot denken, laufen die Boote mit Regen voll und sinken. Dann werden wir gerufen, springen ins Wasser und holen die Boote wieder rauf. Okay. Dann mal los. Sanders Freundin und meine Frau meinten ja, das würde nicht klappen. Wir würden nach 3 Monaten wieder aufhören. Das war vor 8 Jahren und wir ziehen immer noch jeden Sonntag los. Manchmal fahren auch Mitarbeiter von uns unter der Woche raus, vor allem im Winter. Warum machst du das so gern? Das kann jeder Depp. Du musst nur ins Wasser springen und an ein paar Seilen ziehen. Aber es ist anstrengend. Schon, aber das ist ja auch der Spaß dabei. Hart ist es nur, wenn es kalt ist und schneit. Aber wir machen es trotzdem. Oh, dieser Verdammte. Den Typen kennen wir. Schau dir das an. Der hat uns da vorne ein Loch ins Boot gemacht. Nein. Siehst du das Loch? Das da? Ja, jetzt ist er mal ganz freundlich zu uns. Holt ihr denn nur Boote aus dem Wasser oder auch was anderes? Roller, Räder, Schweißgeräte, Sexpuppen, die in der Schraube hängen bleiben. Sowas gibt's wirklich. Oh, da hängt was in der Schraube. Also hüpfst du ins Wasser und dann... Was zum Teufel? Absurd, aber es kommt vor. Ihr kümmert euch also um Boote, nach denen die Eigentümer nicht genug schauen. Sie vergessen es oder verschätzen sich. Da fährt einer in den Urlaub und es beginnt zu regnen. In Südfrankreich scheint die Sonne, aber hier haben wir im August oft Regen. Manchmal werden wir vom Ausland aus angerufen. Da ist das Boot. Mal sehen. Und dann geht's ran an den Spaß, vor allem bei dem Wetter. Ihr sagt, wenn ihr Hilfe braucht, ja? Aber erst mal sehe ich ein bisschen zu. Schau mal. Wir müssen es rumdrehen, aber das andere Boot ist im Weg. Was für ein hübscher Anzug. Ist es kalt? Nein. Tauch. Soll ich es nehmen? Ja, zieh dran. Da? Ja, und halte es nur leicht gespannt. Sanders wird dann... Manchmal dauert es 10 Minuten, manchmal 2 Stunden. Bei Regen und Frost dauert es normalerweise 2 Stunden. Du siehst aus wie so ein kleines Wassertierchen. Er ist ja auch eins. Hallo. Und jetzt pumpst du Luft rein? Genau. Warum schiebt ihr das große Boot nicht zur Seite? Es ist abgesperrt. Ach so. Wir können es nicht wegschieben. Wie ärgerlich. Ja. Ist das ihrs? Nein. Ach, sie holen es nur raus. Bei mir haben sie auch schon gepumpt. Bei mir auch. Zweimal? 2 oder 3 Mal. Man sagt zum Spaß, dass man kein richtiger Amsterdamer ist, wenn einem das Boot nicht mal abgesoffen ist. Ist es teuer, die beiden zu rufen? Die sind ganz schön teuer. Die wollen dafür immer eine Flasche Wein. Auf geht's!
Meine Wassertour kann ich natürlich nicht beenden, ohne vorher ein Hausboot besichtigt zu haben. Wie gut, dass mich die berühmte Sängerin Ellen Tendamme in ihre kleine Welt auf dem Wasser eingeladen hat. Hallo, hallo. Hallo, Ellen. Hallo, Ellen, guten Tag. Alles klar? Oui. Ja, willkommen, hallo. Hallo. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Wie lange wohnst du denn schon hier? 6 Jahre sind es jetzt. 6? Ja. Und was ist anders daran, auf einem Boot zu leben, als da? Man kann Krach machen. Das ist für mich als Musikerin sehr gut, wenn ich nachts nach Hause komme. Darf ich mir dein Boot anschauen? Klar, komm rein. Schwimmst du manchmal? Manchmal, ja. Es macht Spaß. Vor allem, wenn es heiß ist, ist das toll. Komm rein, pass auf deinen Kopf auf. Ach so, du bist klein. In einem Boot ist nichts normal. Die ganzen Formen. Hier ist alles voll mit Bienenklamotten. Für deine Konzerte. Das ist die Dusche. Mit einem winzigen Fenster. Ist das Leben auf einem Boot kreativer? Würde ich schon sagen. Du bist ja in deiner eigenen, abgeschlossenen Welt. Da fühlt man sich sicherer. Es ist wie deine eigene kleine Insel. Und bei Sturm hat man das Gefühl, mitten in der Stadt, in der freien Natur zu leben. Und das ist dein Studio? Ja, manchmal probe ich hier. Du spielst Geige? Ja. Klavier, Geige und Gitarre. Als Kind habe ich mit Geige angefangen. Mittlerweile spiele ich Punkgeige. Bist du in Amsterdam geboren? Ich komme vom Land. Hier im Amsterdamer Osten hat man Platz. Man kann weiter sehen und man sieht den Himmel. Ich schaue mir gern den Mond und die Sonne an, den Sonnenuntergang, die Sterne. Man kann hier sitzen und... Ich weiß auch nicht. Ich mag es, den Himmel und die Wolken zu betrachten. Ist die Natur eine Inspiration für dich? Für deine Lieder, für dein Leben? Schon. Aber sie ist eher eine Erholung für mich. Denn wenn ich viele Auftritte habe, brauche ich ab und zu eine kleine Pause. Und das ist der beste Ort, meine eigene Insel, Natur. Da finde ich Ruhe und Erholung. Misschien soll ich ein Drakje für je schlachten. Misschien soll ich ein Meisje für je sein. Misschien soll ich je Nachtmerries verzachten. Misschien soll ich ein Moeder für je sein. Als jij maar weet dat ik het deed. Oh, oh, oh. Als jij maar weet dat ik het deed, zodat je nooit vergeet, jij bent van mij. Een song about What was this? Worum geht's in dem Song? Well, this song. Er heißt vielleicht. Maybe. Vielleicht werde ich für immer auf dich warten. Forever, maybe I'm gonna murder your. Vielleicht bringe ich deine Ex-Freundin um. Vielleicht. Und vielleicht werden wir zusammen sein. Vielleicht wirst du alles verstehen, was ich für dich tue oder tun würde, dann würdest du mich lieben. Sowas eben. Eine Art zynisches Liebeslied. Ist dein Boot fahrtüchtig? Du kannst mit dem Boot woanders hinfahren. Wollte ich woanders leben, in Paris vielleicht, könnte ich mein Boot hinbringen und mir dort einen Platz suchen. Mir gefällt der Gedanke, jederzeit gehen zu können, auszubrechen. Morgen werde ich den Klischees auf den Zahn fühlen, die wir alle im Kopf haben, wenn wir Amsterdam hören. Ich lerne holländisch Rad zu fahren, probiere verschiedene Goudas, die entgegen mancher Vorstellung nicht alle gleich schmecken, und suche nach Tulpen und finde Rosen auf dem größten Blumenmarkt der Welt. Morgen mache ich mir einen typisch holländischen Tag.
Holland ist nicht nur das andere Käseland neben Frankreich. Holland ist auch das platte Land der Tulpen und Mühlen, der Holzschuhe und Matjesheringe. So wie Frankreich das Land der Streiks und Baguettes ist und Deutschland das der dicken Autos und Würstchen. Amsterdam ist die Hauptstadt eines Landes, dessen Klischees gerade seinen Charme ausmachen. Und auch wenn an Vorurteilen oft etwas Wahres dran ist, hier erzählen sie sogar eine andere Geschichte von Holland. Meine typisch holländische Tour führt mich heute selbstverständlich zu den Mühlen an den Ufern der Amstel. Ich werde eingeweiht in die hohe Kunst des Fahrradfahrens in Amsterdam. Koste Schnittkäsesorten, die, entgegen aller Vorurteile, gar nicht alle gleich schmecken. Und besuche schließlich den größten Blumenmarkt der Welt, der weit mehr zu bieten hat als nur Tulpen. Ich beginne meinen Tag in einem kleinen Café, wo ich mit Greg Shapiro verabredet bin, einem Amerikaner im Amsterdamer Exil, der die holländischen Klischees mit amüsiertem Blick betrachtet und zudem ein guter Kenner der Amsterdamer Gepflogenheiten ist. Was trinkst du denn morgens? Koffee verkehrt. Koffee was? Koffee verkehrt, das heißt missratener Kaffee. Eigentlich ein Cappuccino, aber irgendjemand hat den Holländern erzählt, sie würden zu viel Milch reintun. Die Holländer produzieren ja auch so viel Milch und Milchprodukte. Ist das nicht ein totales Klischee? Klar, aber eins, das immer noch zutrifft. Noch so ein Klischee über Holländer ist ja, dass es sehr schwierig ist, mit ihnen warm zu werden. Es geht hier sehr formell zu, was nicht ganz dasselbe ist. Sogar hier in Amsterdam, wo es heißt, wir leben in einer Großstadt, wir gehen mit der Zeit, sind hip und modern, sind die Leute eigentlich sehr altmodisch, puritanisch, calvinistisch, merken es oft aber nicht. Hey Neville! Das ist Neville, den hat man auch hierher verpflanzt. Genau. Woher bist du denn? Aus London. Trink doch einen Kaffee mit uns. Wir reden gerade über Klischees und welche davon zutreffen. Zum Beispiel, dass Holländer alles andere als gastfreundlich sind. Meine Eltern waren mal zu Besuch und wir gingen in ein Restaurant. Es war 6 Uhr, der Laden war leer. Ich sagte, können wir einen Tisch für 3 haben? Nein, alles ist für 9 Uhr reserviert. Ja, aber jetzt ist es 6, wir können essen, sogar mit Nachtisch und sind lange vorher weg. Nein, das geht nicht. 2 Tische hintereinander an einem Abend? Niemals. Ja, das ist schon merkwürdig. Dabei können die Holländer sehr geschäftstüchtig sein. Nur was Dienstleistungen angeht. Eine Frau kommt in einen Schuhladen. Der schließt um 5 Uhr, jetzt ist es 4:30. Dieses Paar Stiefel finde ich toll. Kann ich die schnell mal anprobieren? Wir schließen gleich. Wann denn? Um 5. Kann ich sie dann noch schnell probieren? Nein, Sie haben nicht verstanden. Wir schließen. Ich muss den Laden zumachen. Dann kaufe ich sie einfach. Sie sind so toll. Nein, ich will dein Geld nicht. Wärst du bloß nie auf die Welt gekommen. Raus hier. Ein Klischee scheint sich gleich beim ersten Blick auf die Amsterdamer Straßen zu bewahrheiten. Die vielen Fahrräder. Um genau zu sein, 600.000. Also etwas mehr als ein Rad pro Amsterdamer im fahrradfähigen Alter. 50% aller innerstädtischen Wege werden mit dem Rad zurückgelegt. Und die Straßenverkehrsordnung besagt, Räder haben Vorfahrt vor allen anderen Fahrzeugen. Ich bitte Greg, mir bei der Radwahl zu helfen. Die Vielfalt ist einfach zu groß. Das ist der Klassiker, das Oma-Rad. Naja, die typische Gazelle. Genau. Bequem und geschwungen, fast wie ein Schwan. Das klassische Rad. Ein richtig klassisches Modell. Jeder kennt es. Man kann die Aussicht genießen und den Verkehr im Blick haben. So sitzt man also besser. Statt so, genau. Irgendeiner kommt immer von hinten angebraust, ein Roller zum Beispiel. Wenn du so sitzt, musst du dich verrenken, um ihn zu sehen.
Aufrecht geht's leichter. Umdrehen und... Okay. Wenn ein Kunde in Ihren Laden kommt, wissen Sie dann sofort, was für ein Rad er kaufen wird? Probieren wir es mal. Ich bin jetzt der Kunde. Hello. Ich brauche ein Fahrrad. Haben Sie schon eine Vorstellung, was für eins? Keine Ahnung. Mit Gangschaltung oder ohne, Handbremse oder Rücktritt. Willst du damit Zug fahren? Dann kannst du es nämlich regelrecht zusammenfalten. Das ist ja toll. Und dann nimmst du es einfach mit in den Zug. Vielleicht möchten Sie auch Ihre Kinder mitnehmen. Das Familienauto heißt hier Fahrrad, aber du kannst auch auf einen Minivan hochrüsten, wie diesen hier. Das ist der Minivan. Du hast Kinder und wohnst vermutlich eher in einem Vorort, seltener im Zentrum, und willst kurz im Supermarkt einkaufen oder die Kinder zur Schule bringen. Da ist das hier sehr praktisch. Kaum drehe ich mich um, sich was Neues, ein neues Design oder so. Dieses hier kann man auch für Kinder nehmen. Es gibt aber auch eine Version für Hunde. Und eine für die Post. Sie können damit Zeitungen ausfahren. Das finde ich am besten. Ich frage mich immer, wohin mit dem Schloss? Bei dem hier ist das Kettenschloss in den Rahmen integriert. Das gefällt mir. Aber weil ich noch nicht weiß, ob ich nach Amsterdam ziehe, könnte ich erst mal eins ausleihen? Natürlich. Da sind unsere Leihräder. Ach, sie verleihen auch. Okay. Also, was muss ich wissen, bevor es losgeht? Wenn ein Rad kommt von rechts, musst du es vorlassen. Aber Vorsicht bei Rollern. Auch wenn einer von da kommt, hält der nicht an. Wie die Tram, die fahren dich über den Haufen. Wenn du auf eine Gruppe von Menschen mit Rädern in derselben Farbe stößt, dann sind das vermutlich Touristen aus Italien, Spanien oder Frankreich. Die haben wahrscheinlich vorher was geraucht. Falls du denkst, die sind doch alle high, stimmt das wahrscheinlich? Gefährlich. Na gut. Pass auf die Laster auf. Und die Trams. Und auf Fußgänger mitten auf der Fahrradspur solltest du möglichst dicht auffahren und sie erschrecken. Bist du soweit? Sollte ich Angst haben? Ja, und zwar so richtig. Das ist am sichersten. In Ordnung. So, dann fahren wir hier nach links. Hier lang. Vorsicht. Nein, so rum. Wir fahren da lang. Oh Gott! Lassen wir den Bus durch. Oh, Entschuldigung. Man muss die Augen ja überall haben. Noch ein Klischee. Hier regnet es jeden Tag. Das ist übertrieben. In Wirklichkeit regnet es im Schnitt nur an 2 von 3 Tagen im Jahr. In Amsterdam, so heißt es, kann man an einem einzigen Tag alle 4 Jahreszeiten erleben. Ich nutze eine kurze Aufheiterung, um auf einen Markt zu gehen. Weiter geht's mit der Jagd nach Klischees. Ist das Leben in Amsterdam angenehm? Ja, schon, es geht. Bis auf die fehlende Sonne. Ich bin schon 35 Jahre in Amsterdam. Wirklich? Guck dir meine grauen Haare an. Was kann ich denn hier auf dem Markt machen? Muss ich irgendwas Besonderes kaufen? Was denn? Es gibt nichts. Soll ich einen Holländer mitnehmen? Bloß nicht. Was willst du denn mit so einem Bauern? Der trampelt mit Holzschuhen herum und in die Disco geht er mit knallgrünem Hemd und macht den Hampelmann. Ach, Holland, was gibt's da? Käse. Du willst was mitnehmen? Genau. Käse und Haschisch, sonst gibt's nichts. Käse und Hasch. Ich kaufe Käse und Hasch? Richtig, genau das gibt's hier. Haschisch aus Amsterdam als Mitbringsel. Das lasse ich mal lieber. Ich suche mir jetzt einfach einen Käsestand, was auf diesem Markt fast genauso leicht ist, wie in Madrid Tapas zu finden. Hi, gute Mitte. Ich habe keine Ahnung von holländischem Käse. Was für einen haben Sie denn? Wir haben jungen Käse, das ist der hier. Wollen Sie probieren? Oh ja, danke. Das ist ein junger. Danke. Ist der aus Kuhmilch? Richtig. Ich habe aber auch Ziegenkäse. Le chèvre.
Danke. Wie alt ist der hier? 5 Monate. Und der? 4,5 Jahre. Und der Junge? 4 Wochen. Es wundert mich, dass es hier nur eine Sorte Käse gibt. Gouda. Mit wechselndem Geschmack? Nein, nein. Gouda bezeichnet nur die Form. Ach, das ist die Form. Jeder Käse mit dieser Form heißt Gouda. Wo kommen denn diese Käse alle her? Beemster Käse kommt aus der Provinz Nordholland. Die Milch dafür stammt ebenfalls von dort. Der besondere Lehmboden in dieser Region verleiht der Milch und damit auch dem Käse seinen ganz eigenen Geschmack. Gut, danke. Danke auch. Okay, au revoir. Holland, Land des Käses. Eigentlich ist es in erster Linie das Land der Kühe, also auch der Milch. Aus gutem Grund. Der Boden der Polder, die unter dem Meeresspiegel liegen, ist derart mit Wasser durchtränkt, dass nichts anderes darauf wächst als Wiese. Deshalb haben die Holländer Rinder gezüchtet. Und bevor der Kühlschrank erfunden war, konnte man Milch nur haltbar machen, indem man Käse daraus herstellte. Nach dieser kleinen Pause setze ich meinen Ausflug vor die Tore Amsterdams fort. Bald bin ich am Ufer der Amstel. Und das Bild, das sich mir dort bietet, entspricht auch schon dem nächsten Klischee. Hallo. Hallo. Wie geht's? Sehr erfreut. Ebenfalls sehr erfreut. Ich dachte, diese Dinger sind in Holland nur Dekoration. Nein, es gibt noch ein paar Windmühlen, die gewerblich genutzt werden. Arbeitet ihr richtig damit? Ja, wir sägen damit Bretter und Balken zu. Diese Art Windmühle war hier in der Gegend am weitesten verbreitet. 1000 Windmühlen gab es früher in dem kleinen Gebiet nördlich von Amsterdam. 350 davon waren Sägemühlen. Die Sägeindustrie hatte große Bedeutung für diese Gegend. Und dann? Maschinen sind eben effizienter. Die Ära der Windmühlen ging im 19. Jahrhundert zu Ende, als verstärkt Dampf und Elektrizität eingesetzt wurden. Du wirst es nicht glauben, aber manchmal haben wir überhaupt keinen Wind. Verstehe. Dann können wir auch nicht arbeiten. Ist diese Mühle alt? Die ist brandneu. Die ursprüngliche Mühle war von 1680. Diese hier wurde 2007 komplett neu errichtet. Was ist das denn? Holländische Sicherheitsschuhe. Kennst du die? Willst du die mal anziehen? Trägst du die den ganzen Tag bei der Arbeit? Klar. Ich glaube, da passe ich mit Stiefeln rein. Die sind so groß. Nein. Hallo, ich bin Emma. Hallo, wie geht's? Bon, bah voilà. Die Klischees. Ich stecke mittendrin. Mühlen, Holzschuhe, hübsche Holländer. Habt ihr das verstanden? Nicht wirklich. Nur den letzten Teil. Im Sommer kühlen sie, im Winter halten sie warm. Und sie machen keine Käsefüße. Sagt jedenfalls meine Frau. Riecht das gut? Ja, der Holzgeruch. Viele Leute glauben, mit Windmühlen wird nur Wasser gepumpt oder Mehl gemahlen. Dass es so viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt, überrascht die meisten. Jetzt geht's langsamer. Ja, der Wind lässt nach. Wir brauchen etwas mehr Wind. Und was macht ihr mit dem ganzen Holz? Verkaufen. An wen? Es wird bei Restaurierungen eingesetzt. Wir bedienen da eine Marktlücke mit Maßen, die sonst keiner mehr macht. Komisch, sowas überhaupt noch sehen zu können. Es gibt in Holland noch 26 Betriebe, die solche Mühlen bauen können. Genauso wie sie im 17. Jahrhundert gebaut wurden, mit dem gleichen Werkzeug, derselben Technik. Können wir uns die Mechanik anschauen? Klar, wenn du gut aufpasst. Ich passe auf, versprochen. Versprochen.
Ist das schön. Und ziemlich leise im Vergleich zu dem Krach da unten. Ich liebe das. Ich kann nicht sagen, warum. Mein Herz schlägt einfach schneller. Ja? Ja, ich denke, wir kennen das Gefühl. Wie viele Mühlen gab es früher in Holland? Tausende. Tausende. Heute haben wir immer noch 1100 Windmühlen im ganzen Land. Etwa genauso viel wie damals allein in dieser Gegend. Der Sandstreek ist nur 10 auf 10 Kilometer groß, hatte aber 1000 Mühlen. Mein Gott. Das sind Kräfte, was? Gewaltig. Das spürt man richtig beim Reinkommen. Komm, wir gehen raus. Wow. Unglaublich. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, in der Mühle zu arbeiten? Es ist einfach besser, als im Büro zu sitzen. Schau dich mal um, das ist doch viel schöner. Stimmt. Und was ist mit dir? Du bist doch ganz schön beeindruckt. Ja. Und das bin ich auch. Mir gefällt es hier unheimlich. Denn mit diesen Maschinen, unseren Maschinen, konnten wir die Welt erobern. Früher bauten wir in einem Jahr mehr Schiffe als Frankreich und England zusammen. Nachdem die Sägemühle 1620 eingeführt worden war, wurden hier 1000 Schiffe im Jahr gebaut. Die holländische Handelsmarine machte Amsterdam im 17. Jahrhundert reich. Und hinter den Schiffen dieses goldenen Zeitalters steckten die Mühlen. Hallo, hallo, haal de vang nou op. Hallo, hallo, wat heeft die mooie haren. Hallo, hallo, haal de vang nou op. Hallo. Willkommen. Dankeschön. Ich bin Pete. Und ich Emma. Ich bin der Müller hier. Okay. Wir produzieren Kalk oder Kreide. Limestone, out of French, Champagne Chalk. Und Pigmente für den Künstlerbedarf. Ist das schön. Das wird zu Temperafarben verarbeitet. Da malt man wie die alten Meister, wie Rembrandt, Caravaggio oder Vermeer. Und Van Gogh? Und Van Gogh, gehen wir raus, ich komme mit, geh nur. Die Welt der Kunst, vor allem die natürlichen Pigmente, die Bindemittel, die Herstellung von Farben, das ist alles wunderbar. Aber heutzutage lernt sowas keiner mehr. Die Farbe wird im Laden gekauft, alles Chemie. Wir wollen nun die Maler wieder zu natürlichen Farben führen, die Meister von heute. Was ist denn der Unterschied zwischen solchen gemahlenen Pigmenten und... Kreide kannst du überall auf der Welt kaufen. Aber die Natur macht's, die Kraft der Natur. Dann werfen wir die Mühle mal an. Die ist aber schnell. Unglaublich. Die Kraft der Natur. Rembrandt, Vermeer, Namen, die Träume wecken. Die Mühlen erzählen eine ganz andere Geschichte von Holland. Bereits im 17. Jahrhundert wusste Holland, sich die natürlichen Energiequellen zunutze zu machen und wurde so zum reichsten Land Europas. In jenen Zeiten des Wohlstands konnten es sich die Holländer leisten, die Tulpenzucht zu entwickeln. Und heute findet sich vor den Toren Amsterdams der größte Blumenmarkt der Welt. Dort bin ich mit Nathalie verabredet. Sie ist Französin und hat mich an diesen einzigartigen Ort eingeladen, an dem Tag für Tag das Schicksal von Millionen Blumen entschieden wird. Danke. Sie befinden sich jetzt auf dem größten Blumenmarkt der Welt, Flora Holland. Wir haben hier eine Gesamtfläche von 1 Million Quadratmeter. So viel?
Wie lang ist das Gebäude denn? Über 600 Meter. Und mit all den anderen Gebäuden kommen wir auf diese Gesamtfläche. Wie viele Menschen arbeiten hier? Hier in Altsmeer beschäftigen wir an die 12.000. Im Schnitt werden täglich 35 Millionen Blumen verkauft. Und das seit 100 Jahren. Und die Tulpen, kommen die alle aus Holland? Fast, ja. Das ist ja super modern. Wann wurde das alles gebaut? Diese Halle entstand Anfang der 70er Jahre. Was ist das? Der Verkaufsraum. Gibt's ja nicht. Hier sitzen die Einkäufer bei der holländischen Auktion. Was ist eine holländische Auktion? Bekannte Auktionsarten sind ja zum Beispiel Kunstversteigerungen. Ja, da steigen die Preise. Genau, da steigen die Preise. Das dauert aber zu lange. Dies ist ja ein leicht verderbliches Produkt. Es muss also schnell gehen. Und am schnellsten geht es mit der Rückwärtsauktion. Zuerst wird ein Höchstpreis festgelegt. Der fällt dann im Sekundentakt bis auf null. Das sieht man auf der Anzeigetafel. Deshalb auch Rückwärtsauktion. Das sind die Käufer? Das sind die Einkäufer. Sie arbeiten für Exportfirmen oder Großhändler. Oft sind es Spezialisten. Große Firmen schicken einen Käufer, der auf Rosen spezialisiert ist, und andere, die auf Tulpen oder beispielsweise Lilien spezialisiert sind, und so weiter. Können wir da rein? Natürlich. Man nennt uns die Wall Street der Blumen. Aber der Vergleich hinkt wegen der Geräuschkulisse. Hier kann man wirklich eine Nadel fallen hören. Eine unglaubliche Konzentration. Ja, es ist ganz leise. Komisch. Stimmt. Dieser Auktionsraum ist das Erbe einer Zeit, in der Blumenschmuck selten und als Symbol für Reichtum heiß begehrt war. Die Spekulationen rund um die Tulpen waren so irrwitzig, dass der Preis für eine Zwiebel auf das 20-fache des Jahresgehalts eines Handwerkers steigen konnte. Natürlich brach dieser Kurs schließlich gnadenlos ein. Unzählige Investoren waren ruiniert. Die gesamte Wirtschaft geriet ins Wanken. So erlebten die Niederländer 1637 die erste Börsenkrise der Geschichte. Was passiert denn nach dem Kauf? Am Ausgang des Verkaufsraums steht ein Drucker, der für jede Transaktion einen Ausgabeschein druckt. Anhand dieser Scheine, so sehen die übrigens aus, kann man den gesamten Weg der Blume nachverfolgen. Vom Schnitt im Gewächshaus des Produzenten bis hin zum Bestimmungsort, also einem Blumenladen irgendwo auf der Welt. Das ist ja alles Hightech. Gut, dass wenigstens die Blumen da sind. Im letzten Jahr haben wir an die 10 Milliarden Blumen verkauft. Davon machten die Rosen etwa ein Drittel aus. Denn die Rose ist weltweit absolut die beliebteste Blume. Auf Platz 2 kommen die Tulpen. Ich glaube, wir haben rund 600 bis 700 Millionen Tulpen verkauft. Immerhin drei Viertel der Waren werden in den Niederlanden produziert. Ein Viertel stammt aus anderen Produktionsländern, etwa Afrika, Israel, Ecuador. Aber Afrika zum Beispiel ist doch kein klassisches Blumenland. In Afrika haben sich niederländische Produzenten niedergelassen, wegen des Klimas. Denn hier muss man die Gewächshäuser beleuchten und beheizen. Dort sind die Wetterbedingungen einfach besser. Fahrräder, Käse, alte Mühlen, frische Blumen. Losgezogen bin ich mit leicht spöttischen Vorurteilen. Aber all diese Klischees haben einen sehr romantischen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe Menschen getroffen, die mit beiden Beinen fest im Hier und Jetzt stehen. Und doch kommt es mir vor, als hätte ich eine Zeitreise gemacht. Morgen schaue ich mir das grüne Amsterdam an. Umweltbewusstsein ist hier kein leeres Wort. Ich besichtige die größte Abfallrecyclinganlage der Welt und lerne die Bewohner eines Ökoviertels mitten in der Stadt kennen. Morgen erfahre ich alles über urbane Ökosysteme. A
Also dann, bis morgen auf der grünen Seite von Amsterdam. In Xenius erfahren wir gleich alles über Muskeln, wie man sie am besten trainiert, wie man Muskelkater vermeidet und welche verborgenen Kräfte in ihnen schlummern. Amsterdam ist die am tiefsten gelegene Hauptstadt der Welt. Bis zu 6 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Kampf gegen den weltweiten Anstieg des Meeresspiegels macht das flache Land zu einem Pionier in Sachen Ökologie. 2/3 aller Wege werden mit dem Fahrrad bewältigt. Und Amsterdam hat eins der ehrgeizigsten Programme zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Selbst die Geschichte verweist in dieser Hinsicht auf die Stadt. Der Begriff nachhaltige Entwicklung tauchte in einem europäischen Vertragstext erstmals in Amsterdam auf. Heute fahre ich Elektrotaxi und erfahre, wie die Stadt die Produktion von Treibhausgasen einschränken will. Ich besichtige eine riesige Anlage, die die Abfälle der Stadt in Energie verwandelt. Erkunde ein autoloses Ökoviertel mitten in Amsterdam, dessen Bewohner es mit Umweltfragen sehr genau nehmen. Und unterhalte mich mit einem Umweltfachmann über die Ökosysteme, die man in bestimmten Amsterdamer Vierteln vorfindet. Beginnen werde ich meinen Tag allerdings vor den Toren der Stadt. Dort treffe ich mich mit Rudolf auf einem der berühmten Deiche, die Amsterdam gegen den steigenden Meeresspiegel schützen. Hallo! Ça va? Ça va? Hoppla! Hello! How are you? Wie geht's? Gut, und dir? Ganz schön windig hier. Ein bisschen, ja? Was für ein wunderschöner Ort. Aber es sieht so aus, als läge das Wasser höher als das Land. Das stimmt doch. Hast du keine Angst, hier zu wohnen? Nein. Der Deich schützt uns ja vom Wasser. Schau dir diese Steine an und den Lehm. Natürlich liegt das da drüben niedriger, aber man bekommt dort trotzdem nie nasse Füße. Wirklich nicht? Nein. Gab es hier noch nie ein Unglück? Doch, schon. Vor ungefähr 100 Jahren ist der Deich ein Stück weiter einmal gebrochen und ein Teil dieses Gebiets wurde überschwemmt. Aber in den letzten 100 Jahren hatten wir keine Probleme mehr. Der Deich wurde übrigens um 1200 herum angelegt. 1200? Ja, in einem großen Teil der Niederlande wohnen die Leute unterhalb des Meeresspiegels. In Amsterdam zum Beispiel. Sollen wir in ein kleines Dorf fahren, in dem der Deichbau begann? Es ist nicht weit von hier. Dieses Dorf heißt Nieuwendam und wir befinden uns jetzt auf der Grenze zwischen Land und Wasser. Wir sind also auf dem Deich? Ja, richtig. Die Häuser hier wurden vor 200 Jahren gebaut. Hier erkennt man die beiden unterschiedlichen Höhen richtig gut. Und wenn wir weiter runtergehen, siehst du, dass das Wasser dort um die 2,5 Meter tiefer liegt als da. Sind die Häuser dann so gebaut? Genau. Auf verschiedenen Ebenen, die der Höhe des Wassers folgen. Hier geht es weiter runter. Das war also mal ein kleiner Hafen. Ja, ein Fischerdorf. Und jetzt? Ist es ein normaler Wohnort? Wenn ich in Amsterdam wohnen würde, hätte ich furchtbar gern hier ein Haus. Das hätten viele gern. Das ist die Amsterdamer City. Wir sind hier. Ganz in der Nähe gab es noch ein anderes Dorf, aber im Jahr 1100 wurde es von einer großen Flut weggeschwemmt. Später hat die Dorfgemeinschaft dann einen neuen Deich errichtet.
Diesen hier. Den hier? Und woraus haben Sie ihn gebaut? Mit dem Lehm von der Rückseite des alten Deichs, und zwar in Handarbeit. Wow. Der Deich entstand schließlich um 1200. Richtig gute Arbeit. Ich denke schon. Wo geht's als nächstes hin? Jetzt zeige ich dir die Anfänge von Amsterdam, einen Platz namens Dam. Dam ist ein anderes Wort für Deich, und dieser Deich befindet sich in der Amstel. Daher stammt auch der Name Amsterdam. Das ist der Damm. Den Platz sehe ich, ja, aber den Damm nicht. Wo ist der? Die Amstel floss hier entlang, genauso wie wir gekommen sind. Und genau hier wurde ein Damm, also ein Deich, mitten in die Amstel hineingebaut. Mit einer Schleuse, damit die Schiffe durchfahren konnten. Warum wurde denn hier überhaupt ein Deich gebaut? Wir sind hier ganz in der Nähe vom Hafen des alten Amsterdam. Hier war ein kleines Dorf, und der Deich entstand als Schutz der Dorfbewohner vor dem Hochwasser des Ei. Hier befand sich also die Wiege der Stadt. Genau, der Stadt und ihres Namens. Bereits der Name ihrer Stadt weist auf den engen Bezug hin, den die Amsterdamer zu Wasser und Deichen haben, schon seit dem Mittelalter. Eveline, zuständig für die nachhaltige Entwicklung in Amsterdam, erklärt mir, wie diese Tradition heute nachwirkt. Sie zeigt mir ein öffentliches Gebäude, das die Stadt vor wenigen Jahren hat errichten lassen. Wie lange befasst sich die Stadt schon mit nachhaltiger Energie und nachhaltiger Lebensweise? Schon sehr lange. Sie sehen ja, hier gibt es viel Wasser. Und die Niederländer, auch die Amsterdamer, leben unterhalb des Meeresspiegels. Wir haben schon immer über nachhaltige Entwicklung nachgedacht und waren uns stets bewusst, dass sich das Klima verändern kann und wir darauf vorbereitet sein müssen. Was für ein Wind! Ja, es weht ganz schön hier. Wir stehen jetzt auf dem Dach der Stadtbibliothek, und die ist ein nachhaltiges Gebäude. Wir betreiben hier einen Erdwärmespeicher, der auch die umgebenden Gebäude mit nachhaltiger Energie versorgt. Auf dem Dach sehen Sie unsere Solarzellen, mit denen wir ebenfalls nachhaltig Energie erzeugen. Übrigens besteht das Ganze auch aus nachhaltigem Material. Sie haben ja viel Wind in Ihrem Land. Den nutzen Sie bestimmt auch zur Energieerzeugung. Ja, hier im Hafen stehen beispielsweise Windkraftwerke. In den nächsten Jahren sollen noch mehr Windräder dazukommen. Ich sitze zum ersten Mal in einem Elektrotaxi. Es ist sauber, leise. Stimmt, hier drin hört man nichts. Super. Wie viele solcher Taxis gibt's hier? Derzeit etwa 10. Aber es sollen mehr werden. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde investieren und sowohl kleine Unternehmen als auch Privatleute dabei unterstützen, sich ein Auto mit Elektro- statt mit Benzinantrieb anzuschaffen. Um den Wechsel zur elektrischen Mobilität zu fördern, ist aber auch ein Netz von Ladestationen in der Stadt notwendig. Wegen dieses Netzes bringen Autohersteller wie Nissan, Renault, Peugeot und Mitsubishi ihre ersten Elektroautos hier in Amsterdam auf den Markt. Wie gefällt Ihnen denn Ihr Taxi? Es macht das Leben ruhiger. Man hat weniger Lärm um sich. Wie unterstützen Sie die Amsterdamer beim Kauf eines Elektroautos?
Wir unterstützen sie finanziell. Selbst kleine Elektroautos sind teurer als herkömmliche. Also übernehmen wir die Hälfte der zusätzlichen Anschaffungskosten. Zudem spornen wir die Bürger zum Kauf eines Elektroautos an, indem wir ihnen einen kostenlosen Parkplatz zur Verfügung stellen. Wie viele private Elektroautos gibt es hier schätzungsweise? Ich denke, bis 2015 werden es 10.000 sein. Schon heute wohnt über die Hälfte der Bevölkerung Europas in Städten. Und die Städte sind für 80% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir müssen also in einen Energiewandel und in nachhaltige Städte investieren, gemeinsam mit den Stadtbewohnern. Was tun Sie noch für Ihre Stadt, was das Verkehrswesen angeht? Die Tram und die Metro beispielsweise werden mit nachhaltiger Energie betrieben. Wie das? Tram und Metro verbrauchen keine fossilen Kraftstoffe, sondern fahren mit erneuerbaren Energien. Wir haben eine Anlage, die unseren Müll in nachhaltige Energie umwandelt. Die wiederum betreibt die Bahnen. Dieses Kraftwerk, das Müll zu Energie macht, ist das größte, modernste und vor allem leistungsstärkste der Welt. Nicht nur Sonne und Wind liefern grüne Energie, sondern auch unsere Abfälle. Jahr für Jahr produziert diese Anlage genügend Energie für über 300.000 Haushalte. Dazu verschlingt sie knapp 1,5 Millionen Tonnen Abfall, der nicht nur aus Amsterdam kommt. Ganz Holland und sogar andere europäische Länder liefern ihren Müll hier ab. Kurz, diese Anlage ist so einzigartig, dass ich sie mir ansehen will. Für die Besichtigung bin ich mit dem Chef verabredet. Hier sehen Sie die erste Verbrennungsanlage. Sie wurde bereits 1917 erbaut. Wir haben also eine knapp 100-jährige Abfallverbrennungstradition. Wie erklären Sie sich Ihre Vorreiterrolle in den Niederlanden? Das liegt an den Grachten, in die jeder seine Abfälle hineinwarf, was irgendwann sehr unhygienisch wurde. Also beschloss die Stadtverwaltung, am anderen Ende der Stadt eine Anlage zu bauen. Eben diese alte hier. Wie verwandelt man Müll in Energie? Der Müll wird verbrannt. Er kommt in einen Ofen. Und durch die Hitze entsteht Dampf, der bis zu 1200 Grad Celsius heiß wird und eine Dampfturbine antreibt. So wird Strom erzeugt. Und ständig fahren LKWs rein und raus. Ja, das kann man hier gut sehen. Was bei der Verbrennung übrig bleibt, wandert auf diese Halde. Daraus gewinnen wir Asphalt. Was ist das denn? Alles, was in der Anlage passiert, wird überwacht. Das ist ja wie im Flughafen. Genau, wie im Tower. Ist das ein gefährlicher Prozess? Schon. Bei der Verbrennung gibt es viele chemische Prozesse. Das Ganze kann leicht explodieren, wenn man nicht... Super, echt klasse. Aber da so eine Anlage um die 450 Millionen Euro kostet... Dann habe ich ja hier nichts zu befürchten. Es ist viel zu teuer, um es in die Luft zu jagen. Genau. Da fühle ich mich gleich besser. Geht das? Ja, klar. Vielleicht können wir das hier in den Müll werfen, dann kommt es in den Dingsbums und produziert ein bisschen Energie. Das machen wir. Gleich hier. Das ist die Krankabine. Was wird da gemacht? Das zeige ich Ihnen. Hier wird Hausmüll mit gewerblichen Abfällen vermischt. Wir entsorgen nämlich auch Abfall von Firmen. Ach, Sie machen das? Jawohl. Okay. Ah, Superman. Wie viele Tonnen Müll passen in einen Greifer? 8. 8 Tonnen. 8 Tonnen, 8000 Kilo. Hier sehen Sie, wie der Müll von Lastern angeliefert wird.
Das kommt also direkt aus dem Laster. Genau. Was genau tun Sie denn da? Wir mischen alles durch. Und die Nachtschicht mischt nochmal. Dann geht das Ganze in den Ofen. Und damit wird Energie produziert. Ja, das ist unser Brennstoff. Das ist Ihr Brennstoff. Man kann auf Kernenergie bauen, auf Gas, Kohle und auf Abfall. Der ist unser Brennstoff. Wie vielen Menschen können Sie dank all dieser Abfälle Energie liefern? 300.000 Haushalten. Das ist in etwa halb Amsterdam. In welchen Stock möchten Sie? Hier ist es. Oh Gott. Hier sehen Sie es. Ein Wahnsinnsofen. Da drin sind es um die 1100, 1200 Grad. Wahnsinn. Jetzt zeige ich Ihnen die Turbine. Ich habe das Gefühl, gleich fliegt alles in die Luft. Dahinter sind die Dampfrohre. Okay. Ist sie das? Ja, das ist die Turbine. Hier wird der Strom produziert. Genau. Würden Sie sagen, Sie sind eine saubere Firma? Ich denke schon. Zu 100%. Schauen Sie mal, was da oben aus dem Schlot kommt, ist reiner Dampf. Sind Sie stolz darauf, hier zu arbeiten? Ja, sehr. Ich würde sagen, diese Anlage ist erstklassig und eine der schönsten Perlen in der Krone Amsterdams. Es kommen viele Leute aus der ganzen Welt her und schauen sich an, was wir machen. Sie schauen auf uns, sie schauen auf Amsterdam. Und darauf bin ich genauso stolz. Wir haben nicht nur Windmühlen, Blumen und Holzpantinen. Wir haben auch eine der besten Hightech-Anlagen der Welt. Weg vom Hightech, rauf aufs Rad und ab zu einem Ort, in dem eher der Mensch im Vordergrund steht. Zu einem ganz besonderen Viertel, einem Ökodorf mitten in Amsterdam. Hallo Corinne! Hallo! Alles klar? Alles klar. Du bist ja in deinem Garten. Ja, ich kümmere mich um einen Blumenkohl. Ist das Minze? Das ist Minze und das sind Zucchini. Hat hier denn jeder einen Garten? Nicht jeder. Es gibt an die 80 Gärten. Und wem gehört das Land? Eigentümer ist die Gemeinde und wir pachten unsere Gärten über eine Organisation. Wir zahlen ein bisschen Geld, ungefähr 30 Euro im Jahr, und können dafür unser Gemüse anbauen. Wie schön, die vielen Blumen. Dieses Viertel entstand in den 90ern. Vorher waren hier die Wasserwerke angesiedelt. Als die das Gelände aufgaben, überlegte die Stadt, was damit geschehen sollte. Es wurde beschlossen, nicht nur ein Wohngebiet daraus zu machen, sondern ein Ökoprojekt. Die Bewohner haben sich da stark eingebracht. Das hat viel ausgemacht. Im ganzen Viertel, es hat insgesamt 6 Hektar, gibt es keine Autos. Die müssen außerhalb geparkt werden. Macht ihr hier Carsharing? Wir teilen uns hier 5 Autos. Das funktioniert gut. Viele Leute nutzen das Angebot. Ungefähr 10% der Haushalte. Das sind 60 Familien, die die Autos nutzen. Ihr habt auch ein Elektroauto. Das hier ist eins. Wer hat die Autos gekauft? Eine Carsharing-Firma. Was gibt's noch für Regeln? Im Garten darf man natürlich kein Gift einsetzen. Wir betreiben hier biologischen Anbau. Hier stehen viele Apfelbäume. Die meisten Äpfel sind schon gepflückt.
Das ist jetzt aber öffentliches Gelände. Ja, die meisten Äpfel haben Kinder gepflückt, die hier spielen. Daraus wird dann Apfelkuchen gemacht und so. Komm, ich zeig dir meine Wohnung. Inwiefern ist dieses Haus ökologisch? Es ist sehr gut isoliert. Du merkst ja, es ist ziemlich warm hier drin. Was man nicht sieht, Mauern und Wände bestehen teilweise aus dem Abrissmaterial der früheren Gebäude. 20% Material wurden wiederverwendet. Und die Farbe und alles andere? Es wurde nur Farbe auf Wasserbasis verwendet, was damals noch nicht so verbreitet war wie heute. Das Holz ist kein tropisches Hartholz oder ähnliches. Es stammt aus Nordeuropa. Hier hat man eine schöne Aussicht. Wir sind jetzt auf einem der begrünten Dächer. Die sind richtig nützlich. Die Pflanzendecke reinigt und absorbiert das Regenwasser, sodass nicht alles auf einmal in die Kanalisation abfließt. Obendrein isoliert sie das Dach auch. Die verschiedenen Öko-Initiativen machen Amsterdam zu einer Stadt, in der es sich gut leben lässt. Per Pedes mache ich mich auf in ein Viertel, das weiter außerhalb liegt, aber immer noch zur Stadt gehört. Ich bin mit Martin verabredet, der sich als Angestellter der Stadt lange mit dem Schutz und der Förderung urbaner Ökosysteme beschäftigt hat. Salut Martin! Ça va? Emma. Ça va bien? Offenbar zieht es nicht nur die Menschen hierher. Ich hatte hier Natur erwartet, aber die ist wohl eher Mangelware. Wir sind hier in Eiburg, einem neu entstehenden Stadtteil im Osten Amsterdams. Eine Tramlinie und ein Tunnel verbinden Eiburg mit dem Zentrum. Mit der Tram gelangt man in nur 7 Minuten zum Hauptbahnhof, mitten ins Herz von Amsterdam. Ich habe dir Gummistiefel mitgebracht. Aha, wir gehen planschen. Vorsicht, hier ist es glatt. Ich gehe dir nach, okay. Auf unseren Rat hin wurden die Steine hier ans Ufer gekippt und ich schaue nach, ob darunter Tiere leben. Da sind ja Muscheln. Das sind Zebramuscheln. Die stammen ursprünglich aus dem Kaspischen Meer. Sie reinigen das Wasser, indem sie es filtern. Ist das Meerwasser? Nein, das sind Süßwassermuscheln. Sie bilden eine wichtige Nahrungsgrundlage für Zugvögel auf ihren Wanderungen von Nordeuropa in den Süden und umgekehrt. Was ist denn eigentlich so besonders an dieser Gegend? Hier fällt das Ufer sanft ab und die Steine liegen im Wasser. Das bietet zahlreichen Arten einen ganz neuen Lebensraum. Erstaunlicherweise leben hier im Wasser mittlerweile viel mehr Arten als zuvor. Durch den Menschen ist ein neues Ökosystem entstanden. Ja, seitdem gibt es eine viel größere biologische Vielfalt an Wasserorganismen. Wir haben hier zwei Krebsarten, den aus Nordamerika stammenden amerikanischen Flusskrebs und den roten amerikanischen Sumpfkrebs. Der ist größer, daher verdrängt er die konkurrierende Art. Ursprünglich wurden sie zum Verzehr eingeführt. Einige Exemplare sind ausgebüxt und haben sich überall ausgebreitet. Der hat ja ganz viele Eier. Du bringst ihn auch um. Ich habe ihn doch nicht umgebracht. Unter Wasser ist eine Menge los. Schau, eben habe ich Zebramuscheln von den Steinen gesammelt und dabei auch einige kleine Flohkrebse erwischt. Die gelangten hierher, nachdem durch die Verbindung zwischen Rhein und Donau ein ökologischer Korridor zwischen dem Schwarzen Meer, dem Kaspischen Meer und dem Eimeer entstanden ist. Hier schwimmen richtig große Rapfen aus der Donau herum. Ist das sowas wie ein Labor für dich? Er kommt zu dir, er mag dich. Von mir will er nichts wissen. Er krabbelt dir in den Stiefel. Gibt's diese Krebse in der ganzen Stadt?
Ja, sie überqueren die Straße und verteidigen sich gegen die Autos so gut sie können. Aber die rollen natürlich einfach über sie hinweg. Es gibt Berichte von regelrechten Prozessionen von Krebsen, die die Straße auf der Suche nach neuen Gewässern überqueren. Also wird die Population hin und wieder zu groß. Aber es heißt ja, wenn du sie nicht besiegen kannst, hau sie in die Pfanne. Du bist ja eine Art Hüter hier. Läuft denn alles so, wie du es dir vorgestellt hast? Nein, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man diese Fläche niemals hätte bebauen sollen. Das finden viele. Aber da die Bebauung nun mal realisiert wurde, möchte ich, dass das Projekt zu Ende gebracht wird. Denn bislang sind nicht viele ökologische Ausgleichsmaßnahmen erfolgt. Im zweiten Projektabschnitt sollen geschützte Lebensräume und eine neue Küstenlinie entstehen. Und somit ein ökologisches Verbundsystem. In Amsterdam leben mehr Nationalitäten als in jeder anderen Stadt. Morgen erkunde ich die Stadt, die seit Hunderten von Jahren Flüchtlinge aus aller Welt aufnimmt. Ich unterhalte mich mit einem Historiker über die Tradition der Toleranz, besichtige die erste Wohnung der Familie von Anne Frank und lerne eine surinamische Schauspielerin kennen, die mir von ihrer Gemeinde erzählt. Na dann, freuen wir uns schon auf morgen. Für heute begeben wir uns gleich mit Xenius in die Welt der Wissenschaft mit der Frage, sind seltene Krankheiten Stiefkinder der Medizin? In keiner Stadt der Welt sind so viele verschiedene Nationalitäten zu Hause wie in Amsterdam. Je nach Statistik zwischen 175 und 180. In Amsterdam wurde auch die erste Schwulenhochzeit gefeiert. Und was die religiösen Minderheiten anbelangt, die im Lauf der Geschichte der Verfolgung anheimfielen, so haben sie in dieser Stadt oft eine Zuflucht gefunden. Hier hört die Freiheit des einen erst dort auf, wo die des anderen beginnt. Privatsphäre ist hier nicht nur ein Wort. Amsterdam folgt dem Prinzip, Leben und leben lassen. Heute singe ich in der ersten Schwulen- und Lesbenkneipe der Geschichte. Und besichtige die erste Wohnung von Anne Franks Familie, die heute Schriftstellern Unterkunft bietet, die in ihrer Heimat verfolgt werden. Ich erfahre von einer surinamischen Schauspielerin einiges über ihre Gemeinde und vom französischen Auswanderer Laurent, wie er hier seinen Mann geheiratet hat. Zuerst möchte ich aber wissen, wie der Gedanke Leben und Leben lassen Eingang in die holländische Kultur gefunden hat. Eine Frage für Historiker. Und so treffe ich mich mit dem Direktor des Amsterdam-Museum. Paul Spies erklärt mir, die ersten Emigranten waren religiöse Minderheiten, die hier bereits vor 400 Jahren Zuflucht suchten. Das ist die Oude Kerk, die alte Kirche. In katholischen Zeiten war sie dem heiligen Nikolaus geweiht, dem Schutzpatron von Amsterdam. Zu dieser Kirche gäbe es viel zu erzählen, aber es geht ja um die Katholiken. Die Kirche wurde irgendwann in eine protestantische Kirche umgewidmet, ohne Skulpturen, ohne Malereien. Und wer katholisch blieb, musste sich nun in einem bestimmten Haus versammeln. Besagtes Haus ist, wie die beiden benachbarten, ein Kaufmannshaus. Die ersten beiden Stockwerke dienten als Wohnräume. Der Speicher war den Waren vorbehalten, war also nicht besonders eingerichtet. Eigentlich ist es ein normales Haus. Erst drinnen erlebt man eine Überraschung. Unglaublich, die Kirche liegt im dritten Stock. Genau.
Sie versteckt sich auch gewissermaßen, denn die Fassade des Hauses sieht ja ganz normal aus. Drinnen aber wirkt es wie eine richtige kleine Kirche. Ihr Name lautet Unser lieber Herr auf dem Speicher. In Amsterdam ist es Tradition, dass du tun und lassen kannst, was du willst, allerdings drin. Für die Katholiken damals galt, zeige nicht, in welcher Kirche du bist und sei nicht zu laut bei dem, was du tust. In der Messe durfte also nicht so laut gesungen werden. Und die Orgel durfte auch nicht so laut sein. Sonst hätten die Leute draußen gedacht, oh, diese Katholiken. Aber keiner verurteilt dich. Solange sich alles drinnen abspielt. Richtig. Da kannst du machen, was du willst. Wir hatten hier nichts als Wasser, also mussten wir raus aufs Meer und Handel treiben. Es gab ja nur wenig Land, von dem man leben konnte. Also gehst du fort und wirst Händler. Und da kannst du es dir nicht leisten zu sagen, das mag ich und das nicht. Nein, wer in die Welt geht, muss offen sein gegenüber den Sprachen, den Kulturen, den Menschen, denen er begegnet. Denn nur so kann er Geld verdienen. Da ist Unternehmergeist gefragt und vielleicht sind die Niederländer auch deshalb ein wenig offener anderen gegenüber. Die Lage der Stadt hat also wesentlich zu der toleranten Haltung der Holländer beigetragen. Du musst hier einfach tolerant sein. Du musst mit so vielen Nachbarn zurechtkommen. Wer ständig herumzankt, es ist keine Philosophie, sondern Notwendigkeit. Stimmt. Wir sind nicht von unserer Mentalität her tolerant. Wir müssen es einfach sein. Anders geht's nicht. Der Red Light District ist ein beliebtes Viertel. Da werde ich einfach neugierig. Dieses Rotlichtviertel ist berühmt für sein reges Nachtleben. Ich bin mit Carlos verabredet, der mir einen besonderen Ort zeigen will. Einen, der Amsterdams Geschichte mitgeschrieben hat. Besser hier, schön warm. Hoffentlich bist du nicht zu nass geworden. Nein. Lustig, ich dachte, das Café Manche sei viel größer. Nein, es ist ganz klein. Das ist ja das Schöne daran. Es ist so gemütlich. Wann wurde es denn eröffnet? Orlando? Ja? Kannst du uns was über die Geschichte des Cafés erzählen? Sie hat es schon als Bar von ihrem Onkel übernommen. Wer sie? Bert van Beeren. Sie fing 1927 hier an und war lesbisch. Ich kann euch ein Bild von ihr zeigen. Das ist sie, 1919. Lesbisch zu sein war für sie nie ein Problem. Das ist sie 1928, eine Motorradlesbe wie aus dem Bilderbuch. In den Niederlanden war sie die erste Frau auf einem Motorrad und die erste in Lederklamotten. Sie wurde ein paar Mal verhaftet. Das war dann doch zu forsch. Frauen trugen damals keine Hosen. Coco Chanel trug auch welche. Stimmt. Unglaublich. Lesbisch zu sein war für sie nie ein Problem. Und so war das hier 1927 das erste Lokal, in dem Männer mit Männern und Frauen mit Frauen tanzen durften. Kein Grabschen, kein Knutschen, nur tanzen. Das war ihre Einstellung zu verdanken. Ich bin eben eine Lesbe. Mir egal, was der Rest der Welt denkt. Sie wollte auch eine bunte Mischung mit Heteros.
Alle Leute, die nirgendwo anders hinpassten, landeten schließlich hier. Schwule, Nutten, Leute, die ohne Trauschein zusammenlebten. Damals war das auch eine Nuttenbar. Wir sind hier nämlich im dunkelroten Bereich des Rotlichtbezirks. Es war die raueste Gegend Amsterdams. Schaut euch mal ihre Hände auf dem Foto an. Sie hat ganz schön zugepackt. Unsere Bert war nicht gerade zart beseitet. Im Zweiten Weltkrieg versteckte sie jüdische Familien im Keller. Im ersten Stock versammelte sich der Widerstand. Und hier in der Bar waren lauter Deutsche, die Bette immer Mutter nannten, weil sie alle schwul waren. Sie verhielt sich da sehr geschickt und war sehr intelligent. Das ist ja oft so bei Lesben. Leuten, die wirklich anders sind, musst du Achtung entgegenbringen. Denn diese Leute zeigen, wie bunt die Gesellschaft ist. Seht ihr all die Krawatten da? Sie wollte immer, dass alle gleich sind. Kam ein Typ mit Krawatte, schnitzte sie ihm einfach ab und meinte, jetzt seid ihr alle gleich. Sie war schon eine Nummer. Ist sie immer noch berühmt hier? Ziemlich. Bei der letzten Gay Pride gab es auch eine Grey Pride. Und da bekam sie die Medaille Mrs. Grey Pride. Posthum haben sie ihr diese Auszeichnung verliehen. Sie ist also noch... voll da. Genau, auch hier drin. Manchmal spüren wir, dass sie da ist. Mein Kleiner. Ja, mein Großer. Amsterdam hat viele verschiedene Gemeinden. Die Surinamer bilden eine der größten und stellen rund 11% der Einwohner. Dazu muss man sagen, Suriname war mal niederländische Kolonie. Das ist das Bijlmer, ein Einkaufszentrum, in dem die diversen Gemeinden der Stadt fast alle vertreten sind. Hier bin ich mit Jetty Maturin verabredet, der ersten surinamischen Schauspielerin, die im niederländischen Fernsehen eine Hauptrolle bekommen hat. Das ist Amsterdam. Hallo. Hallo. Na? Schönes Wetter, hm? Fantastisch. Jetzt mal im Ernst, hier wohnst du also? Ja, und es gefällt mir. Es ist so Multikulti. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber hier sind wir alle bunt gemischt. Eine Vielfalt von Menschen, das mag ich. Hier fühle ich mich zu Hause. Denn in Suriname, wo ich geboren bin, ist es genauso. Gehen wir ein bisschen? Yes. Lass uns was essen. Oh ja, gern. Wann bist du nach Holland gekommen? 1974. Anfang der 70er war es ganz normal, zum Studium herzukommen, weil wir ja eine holländische Kolonie waren. Als ich ankam und in Schiphol landete, sah ich als erstes die Gepäckträger. Alles Weiße. Weiß gekleidet. Die Weißen, die ich aus meiner Jugend in Suriname kannte, waren alle Ärzte und so. Und dann wollten diese Männer, dass ich ihnen Geld gebe, damit sie meine Koffer tragen. Hallo. Hier kennt dich ja jeder. Jetty Maturin? Wer ist das? Nein, wer kennt sie nicht? Jeder kennt sie. Ich mag das Moxie. Das sind verschiedene Sorten Fleisch. Dann nehmen wir doch zweimal Moxie. Weißt du, was ich von ein paar holländischen Jungs über die Surinamer gehört habe? Dass sie ganz toll sind, weil sie immer lachen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist meiner Meinung nach zu stark verallgemeinert. Wir können auch nicht über alles lachen. Es gibt hier Geert Wilders mit seiner extrem rechtspopulistischen PVV. Es gibt Politiker in Den Haag, die verletzende Dinge sagen.
Zum Beispiel? Man fragt sich oft, ob man sich hier wirklich zu Hause fühlt. Für mich ist das nicht so schlimm. Aber für meine Enkel, die sind hier geboren, die leben hier. Sie kennen nichts anderes. Aber sie werden immer gefragt, woher kommst du? Hier in Amsterdam ist den Leuten etwas ja sehr wichtig. Toleranz. Meinst du, das stimmt immer noch? Nein, das stimmt nicht. Toleranz, ja, aber bloß solange es keine Probleme gibt. Das ist meiner Ansicht nach keine Toleranz, sondern Gleichgültigkeit. Toleranz bedeutet, dass man den anderen duldet. Ich mag das Wort nicht. Man sollte einander vielmehr wirklich akzeptieren, in einer Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Aber du bist eine bekannte Schauspielerin geworden. Ja, das geht. Riecht das gut? Man kann es also schaffen, wenn man aus Suriname kommt? Natürlich kann man es schaffen. Das war das erste Mal, dass Allochtone, so nennt man uns hier, dass nicht-westliche Allochtone Hauptrollen in einer Fernsehserie erhielten. Und das war schon ein sehr wichtiger Schritt. Aber es musste natürlich eine Gefängnisserie sein. Weißt du, was die Holländer an euch lieben? Naja, dass wir immer fröhlich und gut gelaunt sind, gerne und häufig lachen. Aber das ist so ein furchtbar abgedroschenes Klischee, denn es stimmt einfach nicht. In erster Linie schätzen sie unser Essen. Liebe geht ja durch den Magen. Sieh dich nur um. Türkisches Essen, chinesisches Essen, fremde Speisen, wohin das Auge blickt. Ja. Das Essen eben. Seit 2005 nimmt sich die Stiftung Amsterdam Fluchtstart verfolgten Schriftstellern an, die aus ihrem Heimatland flüchten mussten. Untergebracht werden die Autoren in der Wohnung, in der die Familie von Anne Frank lebte, bevor sie sich verstecken musste. Um mehr zu erfahren, treffe ich mich mit Tiziano Perez, der für diese Stiftung arbeitet. Die Familie kam 1933 hierher und blieb bis 1942. Dann musste sie sich in jenem Hinterhaus verstecken, das heute das Anne Frank Museum ist. Hierher kommen keine Besucher? Nein, die Wohnung steht nicht für Besichtigungen offen, höchstens für Forschungszwecke oder Recherchen. Derzeit werden die Räume nur von ihren Bewohnern genutzt, verfolgten Schriftstellern aus aller Welt, die wir nach Amsterdam einladen. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Die Lampe stand in der Wohnung, als Anne Frank und ihre Familie hier wohnten. Salman Rushdie hat uns auf die Idee gebracht. Es geht ja nicht nur um mich, sagte er immer. Es geht um all die Schriftsteller, die verfolgt werden. Auch sie sollten die Möglichkeit bekommen, in Frieden und Freiheit zu schreiben. Anne Frank begann schließlich, Tagebuch zu schreiben. Der Sekretär steht dort. Sie wollte Schriftstellerin werden. Es sollte nicht so kommen. Können Sie mir was über die Geschichte der Juden in Amsterdam erzählen? Wir hatten in den Niederlanden eine große und blühende jüdische Gemeinde. Das begann im 16. Jahrhundert, als viele sephardische Juden aus Portugal und Spanien nach Amsterdam kamen. Später flohen auch die aschkenasischen Juden in die Niederlande. Sie durften ihre Religion ganz frei leben, anders als in den restlichen Ländern Europas, wo man uns heftiger verfolgte. Wie viele Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg deportiert? 110.000. Die meisten waren aus Amsterdam, aus dem Zentrum der jüdischen Gemeinschaft. Und wie viele Juden lebten damals in Amsterdam? Schätzungsweise 80 oder 90.000. Nur wenige Tausend kehrten aus den Konzentrationslagern zurück. Wie erklären Sie sich diese hohe Zahl? Die Holländer sind sehr gut organisiert, auch was Archive und Ähnliches anbelangt.
Alle Holländer, besonders die Amsterdamer, waren in den städtischen Archiven mit Namen und Geburtsort eingetragen. Es waren aber auch Religionszugehörigkeit und Abstammung verzeichnet. Deshalb konnten so viele von ihnen ausfindig gemacht und deportiert werden. Was machen Sie denn da oben? Ich bin für die Republik. Aber in Holland gibt es eine Monarchie. Das muss sich aber ändern. Ach so? Ja. Sind Sie Holländer? Belgier. Sie sind Belgier und wollen eine Republik in Holland? Ja. Warum? Wegen der Demokratie. Das Volk soll wählen, was es will. Und nicht, weil einer als König geboren ist. Und als was sind Sie geboren? Ich bin als Kunstwerk geboren. Ein lebendes Bild. Für die Freiheit jedes Einzelnen. Wie heißen Sie? Fabiola. Und Sie sind rund um die Uhr ein Kunstwerk? Ja. Mein Traum ist die Freiheit. Und Amsterdam ist eine freie Stadt. Es gibt Leute, die denken, ich spinne. Aber ich freue mich, dass ich das machen und meine Freiheit zeigen kann. Jetzt bin ich mit Laurent verabredet. Er ist Franzose, lebt aber seit 14 Jahren in Amsterdam, wo er seinen Lebensgefährten Louis heiraten konnte. Laurent ist Lehrer. Ich besuche ihn bei sich zu Hause, gespannt auf seine Geschichte. Bonjour. Wie geht's? Ganz gut. Wie lustig, du wohnst hier an einem Aquarium, ohne Vorhänge. In Holland gibt's viele Fenster und wenig Vorhänge. Wohnst du schon lange hier? Hier seit 2 Jahren, in Amsterdam seit 14. Seit 14 Jahren? Wie heißen denn die Jungs? Martin und Philippe. Martin und Philippe. Wir gehen jetzt laufen. Dir würde das ganz gut tun. Du bist also seit 14 Jahren hier? Ja, fast. Und warum bist du hierher gezogen? Zuerst war ich zum Studium in Utrecht. Ich kam aus Straßburg. Die Stadt ist ziemlich reaktionär und die Uni sehr verschult. Ich kam hierher und da war erstmal Party. Als Student war das einfach klasse. Kannst du sie nicht von alleine nehmen? Nein, wegen der Nachbarn. Die Toleranz hat also Grenzen. Stimmt. Ich bekam ein Stipendium und blieb. Ich traf Louis und das war's. Also auch aus Liebe. Schon. Wir gehen nach links. Wo gehen wir eigentlich hin? Zur NDSM-Werft. Das ist ein ehemaliges Industriegelände, das ziemlich im Kommen ist. Open Source, neue Medien und so weiter. Die bauen da auch neu, aber im postindustriellen Sinn, sag ich mal. Du sagtest, du bist weg von Straßburg, weil dir die Stadt nicht offen genug war. Ja. Herrscht hier wirklich Toleranz? Naja, ob das wirklich Toleranz ist? Der Grad zwischen Toleranz und Gleichgültigkeit ist ziemlich schmal. Solange ich meine Ruhe habe, ist mir das recht. Und hier lässt jeder jedem seine Ruhe.
Du kannst also deine Homosexualität offen ausleben. Es hat keine Bedeutung, ob du schwul bist oder nicht. Das gilt doch inzwischen für alle Großstädte, oder? Jetzt schon, damals aber nicht. Herrscht in der Politik auch Gleichgültigkeit? Ist das egal, ob du rechts, links oder Mitte bist? Der Rest der Niederlande driftet nach rechts ab, wie ganz Europa. Ja, stimmt. Die extreme Rechte hat 20%. Aber Amsterdam ist eine linke Insel. Die Linke erzielt hier immer stalinistische Wahlergebnisse. Politisch gesehen pendelt alles ein bisschen, aber... Die extreme Rechte ereifert sich ja sehr über... Hier nicht. Hier haben sie sich das Thema sogar zu eigen gemacht, um besser gegen Muslime zu hetzen. Diese bösen, homophoben Muslime. Verrückt. Die Emanzipation der Frau, der Kampf gegen Antisemitismus und gegen Homophobie. Das gehört mittlerweile zum Programm der extremen Rechten. Schon komisch, die Holländer. Das schwappt auch nach Frankreich über. Es hat schon angefangen. Was meinst du, woher kommt dieses Bild von Amsterdam als ungeheuer toleranter Stadt? Die Holländer waren die Ersten, die die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt haben. Und die Sterbehilfe, denn wer ins Gefängnis gehen und Steuern zahlen kann, der kann auch darüber entscheiden, wie er stirbt. Auch die Sache mit den Menschenrechten. Nur weil man sitzt, muss man nicht gefoltert oder verstümmelt werden oder sich umbringen. Sowas ist in den Niederlanden wirklich undenkbar. Gibt es in Amsterdam ein schwules Viertel, wie in Paris oder sonst wo? In manchen Straßen gibt es mehr Schwulenkneipen als woanders und die sind ein bisschen spezialisiert, je nach Alter, Vorlieben und so weiter. Die Schwulen sind meistens so akzeptiert, dass extra Kneipen nicht mehr nötig sind. Schwulenlokale laufen auch nicht gut. Warum sollte man in eine Schwulenkneipe gehen, wenn man sowieso überall akzeptiert ist? Man kann sagen, Amsterdam ist schwul oder Amsterdam hat überhaupt nichts Schwules. Wir befinden uns hier in einer postschwulen Ära. Hier herrscht Toleranz, wir müssen uns nicht mehr an besondere Orte zurückziehen. Was ja ziemlich großartig ist. Ich würde nicht sagen, die Holländer sind richtig tolerant, aber wieso ist das so kompliziert in anderen Ländern? Das sind doch keine so gewaltigen Unterschiede. Ob homo, hetero, katholisch oder protestantisch, das hat doch keine große Bedeutung. Seit ich hier lebe und die hiesige Einstellung übernommen habe, finde ich faszinierend, dass alles woanders so kompliziert ist. Auch wenn hier nicht die reinste Idylle herrscht, wie die Schauspielerin Jettima Turin vorhin sagte, so hat es doch etwas Inspirierendes. Die Gesellschaftsschichten ohne klare Grenzen, das kosmopolitische Essen, die Kultur. Ich sehe, wie all diese Kinder zusammen aufwachsen und denke mir, die Welt kann vielleicht noch etwas lernen, von dieser Art zu leben. Morgen wandle ich auf den Spuren der Freigeistigkeit, die Amsterdam aus den 70ern mitgenommen hat. Ich besuche das Hippiedorf Rüchort und das legendäre Paradiso, eine alte Kirche, die zum Rocktempel umgewandelt wurde. Außerdem unterhalte ich mich mit einem Tätowiererpärchen, das für eine bestimmte Ära prägend war, und treffe den genialsten Designer Amsterdams. Also dann, bis morgen in Amsterdam. Gleich beschäftigt uns ein höchst aktuelles Thema: Cybercrime. Brauchen wir am Ende ein neues Internet? Xenius fragt nach. Amsterdam soll ja Welthauptstadt der Freiheit sein. Nicht ohne Grund, denn die Mentalität, die sich hier Ende der 60er etabliert hat, kann man auch an jeder Straßenecke spüren. Seit der Hippie-Ära wird hier die Freiheit zelebriert, man selbst zu sein, und jeder wird zum Ausleben seiner kreativen Anwandlungen ermuntert. Aus jenen Tagen haben die Amsterdamer eine Liberalität hinübergerettet, die beinahe zur Religion geworden ist. Mein Weg durchs libertäre Amsterdam startet bei den Wurzeln der alternativen Bewegungen, im Dorf Rüchort, dem Heiligtum der Hippie-Kultur. Ich besuche das legendäre Paradiso, eine ehemalige Kirche, die Ende der 60er der Rockmusik geweiht wurde.
treffe mich mit zwei Tätowierern, die große Kunst machen und aus der alternativen Szene Amsterdams nicht mehr wegzudenken sind, und probiere Klamotten an, die Bas Costas entworfen hat. Ein Kind der 70er und Star der Modeszene. Was mir sofort einfällt, wenn vom liberalen Amsterdam die Rede ist, sind die berühmten Coffeeshops. Die sogenannten weichen Drogen scheinen hier schon immer dazugehört zu haben. Das will ich mir genauer anschauen und gehe in eins der gut 200 einschlägigen Etablissements der Stadt. Wir haben eine Regel hier, was Kopfbedeckungen betrifft. Warum? Das ist eine Hausregel zur Sicherheit. Wir haben hier drin viele Kameras und wollen die Gesichter erkennen, aus Sicherheitsgründen. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Ich heiße Ron. Und ich Emma. Sehr erfreut. Ich habe gehört, dies ist einer der besten Coffeeshops in Amsterdam. Vielen Dank, aber ich sehe uns weniger als Coffeeshop, denn als Delikatessengeschäft. Ah ja? Ja, weil wir so ein wunderbares Angebot an Rauchwaren haben. Aha. Rauchst du gern? Ich liebe es. Wirklich? Ja, angefangen habe ich mit 16. Jetzt rauche ich seit 32 Jahren. Als du 16 warst, gab es da schon Coffeeshops? Da fing es langsam an. Ich bin 63 geboren und 1975 hat der erste Coffeeshop eröffnet. Vorher gab es ein paar Läden, in denen was zu rauchen verkauft wurde. Und die Polizei wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Sie dachten, naja, die sind nicht aggressiv und machen keine Schwierigkeiten. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Das ist also euer Angebot. Ich zeig dir mal ein bisschen was. Dir als Nichtraucherin würde ich beispielsweise so etwas empfehlen. Kalimist. Da kann nicht schiefgehen. Das hier ist schon was ganz anderes. G13 Amnesia. Das ist sehr, sehr stark. Auch das hier. Das ist doch Shit. Haschisch. Der Geruch ist völlig anders. Es ist so etwas wie eine konzentrierte Version von Marihuana. Es gibt ein ziemlich schräges Gesetz. Seit 2007 darfst du im Coffeeshop keine Zigaretten mehr rauchen. Ein ganz schöner Irrsinn. Die Leute verstehen die Welt nicht mehr. Mein Gras darf ich auf dem Tisch liegen haben, aber nicht meine Zigaretten. Jetzt kann ich meinen Hut ja wieder aufsetzen. Ja. Ich habe kürzlich in der Zeitung über ein neues Gesetz gelesen. Ihr dürft kein Marihuana mehr an Franzosen verkaufen? Genau, nur noch an Freunde. Franzosen mögen wir nicht. Nicht an Franzosen? Nein, das ist ein kleines Missverständnis. Vor einem Dreivierteljahr schon kam in den Nachrichten, dass die Regierung das Gesetz ändern will. Dass sich nur noch Einheimische registrieren lassen können und mit einem entsprechenden Ausweis in Coffeeshops rein dürfen. Das ist aber auf 2015 verschoben worden. 2015, aha. Nächstes Jahr kann die Regierung dann wieder darüber diskutieren. Aber schließlich verdient sie sehr gut an den ganzen Coffeeshops. 30 Jahre kämpft Holland jetzt schon, das Ganze zu legalisieren. Alkohol kauft man im Laden, Rauch im Coffeeshop. 30 Jahre versuchen wir schon, die anderen Länder davon zu überzeugen, dass sie es genauso machen sollen. Denn es funktioniert einfach. Und jetzt beschließt die Regierung, einen Schritt rückwärts zu machen, während der Rest der Welt sich langsam verändert. Es gibt kein Gesetz, das dir den Verkauf erlaubt, oder? Naja, es gibt ein Coffeeshop-Gesetz. Du darfst 500 Gramm Haschisch und Marihuana als Vorrat in deinen Räumlichkeiten haben. Und du darfst 5 Gramm an eine Person verkaufen. An eine Person pro Tag? Pro Tag, ja. Und was ist mit deinem Lager? Das ist illegal. Verrückt. Ja, ich weiß. Der Wareneinkauf ist illegal. Marihuana anzubauen, anzukaufen, zu lagern und vom Lager herzubringen, das ist alles illegal. Komische Liberalität mit so vielen Widersprüchen. Die aus den 70ern geerbte Fortschrittlichkeit scheint heute von einem merkwürdigen Kontrollbedürfnis begleitet zu sein.
bestimmter Ort sorgte in jenen Tagen für Gerede. Das Hippiedorf Rüchort am Rande von Amsterdam. Einst lag das Dorf friedlich inmitten grüner Wiesen. Heute jedoch ähnelt es eher einer Trutzburg, belagert von Hafen, Fabrikschloten und Tanklagern. Das Dorf konnte nur deshalb von den Hippies besetzt werden, weil seine ursprünglichen Bewohner vom Staat vertrieben worden waren. Der wollte hier nämlich Industrie im großen Stil ansiedeln. Schließlich schrieb man das Zeitalter des Wirtschaftswunders. Ist das hier? Bonjour. Bonjour. Wie geht's? Ganz gut. Ich habe gehört, das hier war mal ein Hippiedorf. Ist es das immer noch? Ja, aber jetzt mit lauter alten Hippies. Waren Sie in den 70ern hier? Wir waren Künstler in Amsterdam und erfuhren, dass die Kirche aufgegeben wurde. Also haben wir sie erst einmal besetzt. Gehen wir da mal hin? Ja. Hier hat also alles begonnen. Ja, genau. Die Kirche wurde an die Stadt Amsterdam verkauft. Die wollte sie abreißen. Dem Pfarrer tat das so weh, dass er uns geholfen hat, sie zu besetzen. Als er fortging, ließ er die Hintertür für uns offen. Schon war die Kirche besetzt und konnte nicht mehr so einfach abgerissen werden. Im Herbst kam dann die Ölkrise und alle Projekte wurden auf Eis gelegt. Und es kam nie wieder einer, der uns verscheuchen wollte. Da drin ist ganz schön was los, hm? Samstagnachmittags findet hier ein Djembe-Kurs statt. Das ist einer der Lehrer, Keita. Das hier ist echt eine coole Ecke. Ja? Wirklich wahr, vor allem im Sommer. Da ist es toll hier? Oh ja. Und es kommen Leute aus der ganzen Welt her. Aus Frankreich, Belgien, Deutschland, England. Richtig international. Würdest du sagen, Amsterdam war in den 70ern genau der richtige Ort, um solche Gemeinschaften zu gründen? Absolut. Ich war 68 in Paris, aber dann ging ich weg, weil es nach 68 dort immer mehr Polizei gab und so. Ich kam nach Amsterdam und hier herrschte Freiheit. Die Leute zelebrierten hier sowas wie eine neue Ära. Die Behörden respektierten Kultur und Künstler sehr. Und so war irgendwie alles möglich. Betrachtest du dich immer noch als Hippie? Natürlich. Einmal Hippie. Immer Hippie. Was ist denn eigentlich ein Hippie? Wir sind keine Gesetzlosen. Wir lehnten nur die Wertvorstellungen der Gesellschaft ab. Deshalb zogen wir in besetzte Häuser und versuchten, ohne Hypotheken oder Kredite und so weiter zu leben. Unsere Bedürfnisse waren ganz bescheiden. Ich sag mal schnell Hallo. Hallo, Rudolf. Was machst du hier? Ich lasse andere Anteil haben an meiner höchsten inneren Wahrheit. Also an dem, was ich über mich und das Leben herausgefunden habe. Ich nehme meine eigene innere Schönheit an und sehe die der anderen in ihren Augen. Dann teilen wir den Augenblick der Wahrheit. Und das ist schön. Okay. Ah, es ist offen. Oh. Das ist der Bus. Er ist über 50 Jahre alt und läuft immer noch. Der ist ja der Wahnsinn. Letztes Jahr waren wir damit in Portugal. Was heißt das da oben? Luft bedeutet Luft. Luftbus, aha. Mit diesem Bus sind wir nach Nepal gefahren. Wir wollten dort andere Gemeinschaften besuchen. Mit ihnen arbeiten, mit ihnen kreativ sein. In den Häusern leben inzwischen Künstler aller Couleur.
Es sollen jetzt sogar noch 10 neue Ateliers gebaut werden. Wirklich? Mit welchem Geld? Die Stadt Amsterdam hat uns welches gegeben. Unglaublich. Stimmt. Ihr Hippies seid jetzt völlig vereinnahmt worden. Stimmt. Aber wirklich? Wir gehören jetzt zum System und jetzt ist das ein Kulturzentrum. Früher konnte man hier weitergehen, aber jetzt gibt es den Deich wegen des Wassers. Verstehe. Also sowas? Hier sind wir früher im Sommer immer schwimmen gegangen. Was hältst du von dem Ganzen? Als wir das Dorf besetzt haben, wussten wir, dass das kommen würde. Dass sowas kommen kann. Ja, klar. Die Kirche im Hippiedorf ist nicht die einzige, die in den 70ern von jungen Künstlern besetzt wurde. Das Paradiso ist eine legendäre Konzerthalle, in der schon die Stones zu sehen waren, Pink Floyd und Nirvana. Die ehemalige Kirche dient auch als Musikclub. Allerdings hat Isis, die Göttin des Elektro, den Tag gewählt, um mir das Paradies zu zeigen. Ist das nicht schön? Großartig. Vor einigen Jahrzehnten verwandelten ein paar Leute die Kirche in einen Konzertsaal. Weißt du, wie es hier in den 70ern war? Hier pulsierte das Leben. Alle Künstler kamen her und es gab natürlich Konzerte. So ist es immer noch. Vielleicht ist heute alles ein bisschen offizieller als früher. Ich habe gehört, dass es hier anfangs ziemlich grungy und alternativ zuging. Inzwischen ist es ganz schön profimäßig aufgezogen. Arbeitest du manchmal hier? Ja. Und wie ist das? Du hast das Gefühl, du legst in einer heiligen Stätte auf und Gottes Blick ruht auf dir. Ein paar Schritte vom Paradiso entfernt liegt der Vondelpark. Den wollte Isis mir unbedingt zeigen. In den 70er Jahren überließen die Behörden den Park nämlich den Hippies und der freien Liebe. Noch heute ist dieser Ort extrem symbolträchtig. Unterwegs erzählt Isis, dass sie nicht nur als DJ arbeitet, sondern auch für die Stadt Amsterdam. Als Verbindungsfrau zwischen dem Rathaus und den Akteuren des Nachtlebens. Nightlife is more. Das Nachtleben hat für die Stadt mehrere Funktionen. Es dient der Kommunikation, der Information, der Inspiration. Was willst du hier in Amsterdam zugunsten des Nachtlebens ändern? Eine Stadt muss erkennen, wie wichtig es ist, den Pionier- oder Avantgarde-Geist zu fördern. Dazu muss sie Freiräume gewähren. Wir Niederländer leben sehr beengt. Über 16 Millionen Menschen teilen sich ein sehr kleines Land. In Amsterdam haben wir langsam keinen Platz mehr, körperlich und geistig. Ich versuche, diesen Platz zu bewahren. Eins meiner Projekte besteht beispielsweise darin, den Amsterdamer kulturellen Freiraum, wie wir ihn nennen, zu bewahren und zu erweitern. Ein Ort ohne kommerzielle Hintergedanken, an dem Künstler arbeiten und zusammenkommen können. Ich merke, dass sich die Dinge seit den 70er Jahren doch ganz schön verändert haben. Amsterdam ist zwar immer noch eine Stadt der Freiheit und die Behörden betrachten das künstlerische Treiben mit Wohlwollen. Aber das Ganze muss stimmig sein, im Rahmen, kurz unter Kontrolle. Klar kann man Mauern bemalen, aber bitte nicht irgendwelche. Tätowieren war in Europa vor 30 Jahren noch keine weit verbreitete Praxis. Da
Damals haben Luise und Hank Schiffmacher dazu beigetragen, diese etwas verrufene Kunst populär zu machen. Hallo. Hi, Emma. Luise. How are you? Wie geht's? Gut. Wann hast du in Amsterdam angefangen? 1983. War man hier damals tätowiert? Amsterdam hatte das berühmte Rotlichtviertel. Und ein paar Verrückte, Mutige oder Zugetrönte hatten Tattoos. Früher war das was für Seeleute und Prostituierte. Aber im Lauf der Zeit wurde es immer mehr zur Kunst, könnte man sagen. Es gab allmählich verschiedene Einflüsse. Und als die Red Hot Chili Peppers sich hier tätowieren ließen und das die Runde machte, ah, das kann nur mein Mann sein. Den höre ich schon von weitem. Hey, alles klar? Ja, haben wir Säcke vor der Tür. Schon gut. Ich habe ihn mit 14 kennengelernt. Ich kenne ihn schon ewig. Erzähl. Er hat mir mein erstes Tattoo gemacht. Was macht ihn denn so besonders? Er ist, raus mit dir, Mann. Kommt ihr ins Museum? Ja, wir kommen gleich. Aber zuerst erzählt sie was über dich. Ich mag's, wenn über mich geredet wird. Ja, man kann nie wissen. Welches Tattoo hat er dir damals gemacht? Den Drachen. Den Drachen da? Da war ich 15. Echt? Warum lässt man sich tätowieren? Warum hast du dich damals dazu entschlossen? Man macht es, weil man verliebt ist oder weil man jemanden verloren hat. Oder einfach nur, weil es schön ist? Es gibt bestimmt Leute, die es deswegen machen. Aber ich zum Beispiel bin nicht ästhetisch oder schön tätowiert. Ich bin Sammlerin. Ich denke mir, ach, mir geht's gut hier, der Laden gefällt mir, ich will ein Tattoo von dir. Du bist Sammlerin? Ja, irgendwie schon. Guck mal, das ist von Hanks Tochter. Ihr erstes Tattoo. Wie süß. Da war sie 7 oder so. Nein. Warum lässt du dich tätowieren? Das ist meine Freundin. Tolle Frau. Wie heißt sie? Nonna. Nonna? Lässt du dir auch ihren Namen tätowieren? Nein, das wäre zu viel. Und das? Das da? Das ist meine Ex. Echt? Ja. Das gefällt mir. Solche Tattoos finde ich gut. Und hier entsteht das Amsterdamer Tattoo-Museum. Bitte sehr. Ich zeig dir alles. Das ist der Haupteingang. Du kommst hier rein und kaufst eine Eintrittskarte. Wie bei IKEA. Einmal drin kommst du nicht raus, bis du ganz durch bist. Das wird der Buch- und Souvenirladen. Hier stehst du plötzlich in Amerika, mit Indianer-Tattoos und Eskimo-Tattoos. Dann geht's rauf in den ersten Stock. Das ist die Rückseite des Glaskastens, da kommt ein kleines Tätowierstudio rein. Wir zeichnen hier die Geschichte der Tätowierung nach, schildern das Warum, Wie und Wann. Ich würde das Ganze gern Tatikan nennen. Dann wäre ich der Papst. Yes, good job. Genau, das ist der Job für dich. Als du angefangen hast, konntest du dir bestimmt nicht vorstellen, dass du eines Tages in diesem Haus ein eigenes Tattoo-Museum eröffnen würdest, oder? Wirklich? Du hast damals schon daran gedacht? Klar. Ich wollte schon immer ein offizielles Museum eröffnen, denn Tätowieren hat das verdient. Tätowieren ist eigentlich die Mutter aller Künste. Es würdigt den Menschen und was er tut. Das ist doch der Unterschied zwischen Mensch und Tier.
Menschen kämmen sich die Haare, malen sich das Gesicht an, feilen sich die Zähne, tätowieren und piercen sich, verlängern den Hals, amputieren Gliedmaßen. Wir tun alles Mögliche, um uns als Gruppe, aber auch als Individuen oder Zugehörige einer Religion hervorzuheben. Oder für einen Schutzzauber. Es gibt tausenderlei Gründe zu zeigen, so sind wir. Der Träger einer Tätowierung stellt seine Einzigartigkeit unter Beweis. Es ist kein Zufall, dass diese Art Museum gerade in Amsterdam aufmacht. Aber trotzdem, ein Rockstar-Tätowierer, der Museumsdirektor wird, ein Hippie-Besetzerdorf, das Kulturzentrum wird. Schwer zu sagen, ob die alten Freigeister gewonnen haben oder ob sie sich haben institutionalisieren lassen. Eins ist allerdings sicher: Amsterdam gibt der Individualität Raum. Und so statte ich Bas Costas einen Besuch ab. Denn der, ganz ein Kind der 70er, entwirft Kleider, die alles andere als konformistisch sind. Hallo. Wie geht's? Gut. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen. Erzähl mir von deiner Arbeit. Durch jede Kollektion zieht sich ein roter Faden der Individualität. Meine Kleider sollen für die Leute ein Instrument sein, um sich auszudrücken, um zu kommunizieren. Ich halte es für wichtig, dass den Leuten bewusst wird, dass sie über ihre Kleider kommunizieren können. Und dass sie merken, sie haben das Recht, ein Individuum zu sein und sich als solches auszudrücken. Ich mache gern Sachen, die die Leute zum Nachdenken bringen, zum Lachen, zum Reden. Und die sie Dinge in Frage stellen lassen, die sie für selbstverständlich halten. Ist Amsterdam eine gute Stadt, um sich frei zu fühlen? Du kannst hier wirklich du selbst sein. Mehr als anderswo? Naja, es ist lustig. Neulich war ich nämlich in Paris, der Modehauptstadt Europas. Und die staunen dort, wenn sie jemanden sehen, der ein kleines bisschen extrem aussieht. Dabei hatte ich ein ganz normales Alltagsoutfit an. Das ist dein Alltagsoutfit? Natürlich nicht. Ich habe mich ein bisschen für euch aufgebrezelt. Aber in Amsterdam kannst du eben du selbst sein. Und das ist das Gute hier. Bist du in so einer Atmosphäre aufgewachsen? Ich bin 77 geboren, mein magisches Jahr. Meine Eltern waren richtig kreativ. Ich durfte auch mit Puppen spielen. Es war nicht so, dass ich mir zum Geburtstag eine Puppe wünschte und ein Auto bekam, weil ich ein Junge war. Meine Mutter wollte aus jedem Tag ein Fest machen. Das habe ich mitbekommen und mitgenommen. Ich fühle mich so schwarz. Du bist ja auch schwarz angezogen. Magst du etwas Buntes anziehen? Dann wollen wir mal was raussuchen. Ich bin traurig. Ich brauche Farben. Mal sehen, was wir für dich haben. Dieses Stück ist von Kindern und ihrer Welt inspiriert. Das Accessoire. In dieser Kollektion ging es um... Worum ging es da nochmal? Im liberalen Amsterdam gibt es heute immer mehr Einschränkungen. Und doch ist die Stadt nach wie vor progressiver als andere. Ich denke nur an all die Künstler, die ich getroffen habe, und ihr Erbe, diese offenkundige Freiheit. Laser 314 ist Graffiti-Künstler, Poet der Straße und auch ein bisschen Philosoph. Er zeigt nie sein Gesicht, spricht jedoch gern über die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Mir erzählt er jetzt über Vergangenheit und Gegenwart von Amsterdam. Da bin ich ganz Ohr. Die 70er haben uns viel Positives gebracht. Es gab viele Freiheiten. Als Kind habe ich davon stark profitiert. Ich bin in einer sehr freien Stadt aufgewachsen. Vieles wurde einfach zugelassen. Es war so etwas wie eine sehr kreative, offene Energie spürbar. Aber in den letzten 15 Jahren haben sie plötzlich eine Menge verboten und das ist schlecht für die Stadt. Du brauchst manchmal Stellen, an denen du den Dingen einfach ihren Lauf lässt, wo die Regierung nichts regelt. Das kann auch sehr positiv und gut für die Dynamik einer Stadt sein. Vorschriften machen alles zunichte. Sobald du etwas ab und zu einfach laufen lässt, entwickeln sich gute Sachen. Ich hoffe, Amsterdam erlaubt den Visionären bald wieder ihr Ding zu machen und die Stadt aufs Neue zu erobern. Nächste Woche treten wir eine Weltreise an, geführt von einer blinden Journalistin.
Und gleich versucht Xenius, das Rätsel der Zugvögel zu lösen. Wie orientieren sie sich und woher wissen sie so genau, wohin sie fliegen?